Warum ist ein riesengroßer goldener Dildo auf dem Cover von Ariel die Meerjungfrau drauf? Warum? Überall sieht er Penisse, überall sieht er Pedoring, elitäre Machtstrukturen, die alles wegbumsen wollen. Jeder muss Pedidi einblasen. Ich meine, was ist das für eine traurige Weltanschauung, Alter? Hast du gar keinen Bock mehr, Alter? Ich sehe Sachen und ich verknüpfe Sachen. Genau das ist das Problem. Er sieht Sachen und verknüpft Sachen. Das ist das Problem an der ganzen Nummer. Ey, es ist so krass, Alter, was der labert, Alter. Das ist Endlevel-Schwurbler-Schwachsinn. Wurde direkt geshadowbanned, direkt nach den ersten Tagen, weil es ist 8 Millionen oder sowas in 2 Tagen gemacht hat, das Ding. Insider, Leute, die drinnen arbeiten, erzählen dir, wie es läuft. Es sind nicht... Aber es wurde dann direkt geshadowbanned. Es hat am einen Tag 8 Millionen Klicks gemacht. Direkt geshadowbanned. Warum nicht gelöscht? Hä? Warum nur Shadowban? Bei 8 Millionen Klicks kannst du nichts mehr Shadowban. Er hat schon die halbe Welt gesehen. Ey, das ist, ja, ist natürlich, Bruder, das ist alles so Schwurbler-Zeugs. Lasch und Ali von der Straße, sondern sind die Leute, die da 15 Jahre Schauspieler waren, Stuntman waren, Drehbuchautoren waren und so weiter. Kannst du dir ja selber mal deren Erfahrungswerte reinziehen? Das ist wichtig. So, und diese Leute steuern dieses ganze Ding? Also die steuern das, was wir so zu denken haben, was wir so zu machen haben? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Also was passiert dann? Also die machen diese Elite, machen die das zu ihrem eigenen Spaß, dass sie halt da ihren sexuellen Gelüsten da folgen können, oder machen die das halt irgendwie, um aus Geld mehr Geld zu machen? Kontrolle behalten auf jeden Fall und die Gesellschaft formen. Die Gesellschaft formen in Kontrolle behalten auf jeden Fall. Damals in den 90ern war die bilaterale Kommission, da ging es ja um die Gesellschaft, um die Weltwirtschaft und das alles. Markus, das weiß man heutzutage schon. Und deshalb passt das alles halt wegen der Macht, Elitenzirkel und Wirtschaft halt, alles halt. Ne? Alles halt, ne? Aber das geht um Lutschen. Wie man auch die Tabus okay, aber die ausspricht. Wissen das. Der redet genauso schnell und genauso ein Quatsch wie Apo Red, nur das, was Apo Red redet, ist halt meistens nur lustig. So das. Die wissen das untereinander, oder was? Also die Leute, die daran beteiligt sind, sind selbstverständlich. Also, die sprechen sich ab. Kennst du den Film Cuties? Nee. Hast du nicht mitbekommen? Riesengroßer Skandal jetzt gerade letzten Monat. Auf Netflix rausgekommen, siehst du kleine Mädchen, 12-Jährige und so weiter auf dem Cover in ganz eindeutigen sexuellen Posen am Twerken und so eine Scheiße. Mhm. Ja? Mhm. Cuties auch noch heißt der Film. Jetzt regt sich dann auch berechtigterweise die Welt darüber auf und sagt, was zum Teufel? Ja. So. Und dann kommt raus... Also weil das gibt's ja. Also dieser Widerspruch, den gibt's ja. Also der Widerspruch gesellschaftlich, den gibt es ja gegen die Sexualität. Es waren so Leute wie du und ich. Es waren nicht Leute aus der Elite. Es waren nicht die Leute, die sich aufgeregt haben, weil sie Politiker waren. Es waren Hans, Peter, Ali und Nora, die da Druck gemacht haben bei Netflix und gesagt haben, was soll die Scheiße? Was? Kann ich nicht verifizieren, weil ich so... Ey, wir haben ein neues... Ey, wir haben einen neuen Icon, sehe ich jetzt. Erst 90er. Das ist aber auch gut mit den Farben. Wer hat den gemacht? Der ist ja geil. Wir haben ein 90er-Icon. Da muss in den 90ern. Da war die Nora noch da. Hier. Und ohne diesen Druck von Normalos wie uns passiert ein Dreck, sage ich dir ganz ehrlich. So, und in dem Augenblick dann, wo sich dann die Regisseurin dagegen ausgesprochen hat, gesagt hat, ich wusste von diesem Filmplakat nicht mal was. Das hat einfach Netflix an und für sich einfach ausgetauscht. Wir hatten sogar was anderes besprochen. Und da merkst du das. Geht's in diesem Film? Tanzende kleine Kinder. Guck dir einfach das Cover an und dann siehst du einfach, wie pervers die Scheiße ist. So. Weißt du so? Und was zeigt man damit den Leuten? Okay, aber die Regisseurin hat gesagt, sie hat dieses Cover nicht gewollt. Ja. Es gibt eine riesengroße Debatte, die ist sehr kompliziert. Auch inhaltlich hat der Film komplizierte Sachen, die man auch mal gerne mal kritisch mit... Das sieht aus, als ob es einfach auf Netflix noch ist. Ich kann jetzt nicht gucken mit euch. Ich kann nur noch mal machen, Leute. Warte. Ich hatte ja schon mal wegen sowas einen Bann, deswegen gucke ich mal ohne euch. Ist das dieses... Also mir wird jetzt unter Cuties noch... Minions angezeigt. Ich habe keine Ahnung. Cuties. Ja, Cuties hier ist auf Netflix. Ist auf jeden Fall da. Heißt, glaube ich, in Deutschland, entweder heißt es hier anders da, aber das wird, beide Titel werden angezeigt. Ja. Jetzt auf ersten Blick sieht es ja aus wie so ein Coming-of-Age-Teenager-Film. Mädels machen sich zurecht, gehen auf so einen Tanzwettbewerb. Und das sind jetzt nicht 16, 17, sondern so 14 sehen die aus, Mädels.
Französischer Film, schreibt er da. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ja. Betrachten darf, kann ich dir mal auf jeden Fall mal einen Link zuschicken, weil viele, viele Mainstream-Outlets haben dann darüber berichtet und das Ding sehr gut auseinandergenommen und analysiert. Da waren die Mainstream-Outlets aber auf einmal gut. Ja, er macht es halt so, wie sich die, wie ihm das alles gefällt. Manchmal, wenn die Mainstream-Outlets das sagen, was er gerne hätte, dann ist es super. Dann, wenn die das nicht sagen, dann ist natürlich, die sind alle gesteuert und Elite, Machtelite. Wenn ein Hollywood-Star kommt und sagt, ein anderer Hollywood-Star ist Pedo, dann ist das richtig, weil er recht, weil das ist ein guter Mann. Aber wenn ein anderer sagt, ich bin nicht Pedo, dann ist das Machtelite, der labert nur Scheiße. Wenn ein Hollywood-Star sagt, der P. Diddy hat sich von R&B-Sänger auf 90er BPM einlutschen lassen, dann stimmt das. Einfach selber aussuchen. Digga, und wenn du ihn fragst, woher weißt du deine, wie kommst du an deine Quellen und woher weißt du, welche Wahrheit stimmt, was der Markus ihn gefragt hat, dann antwortet er, ich sammle meine Faktoren, Dicker. Na, Dicker, das kann ich dir an und für sich. Guck mal, Markus, ich denke nicht in so wahr oder, ich bin kein einfacher Straßenbengel, ja. Ich denke nicht in Schwarz und Weiß und in Game of Thrones und Wahrheit und Rot und Blau, ne. Falsch und richtig, das ist an und für sich Ansichtssache. Ich hab ein paar Parameter, an und für sich, gebe mir auch die Socken hochziehen, weil es könnte nass werden. Verstehst du, was ich meine, Max? An und für sich. Das sind Parameters, und ich lasse mir dann vom Boogie auch mal hier und da Vorbereitungen vorbereiten, ne? Parabelt auch. Ja, Markus, ach Markus, beschäftige dich mal ein bisschen damit. Das ist Dann wird's auf einmal funky. Ey, wie konnten wir so lange auf den schlafen, sag mal ehrlich. Wie konnte ich den so lange verschlafen? Der Typ ist Comedy Gold. Und guck mal, die elitären Machteliten. Ne? Dann wird's auf einmal funky. Dann wird's auf einmal funky. Die Hintergründe des Films, was der Film repräsentiert, die letztendliche Netflix-Aktion und jetzt das erfolgreiche Runternehmen des Films oder des Plakats, was demnächst jetzt irgendwie angegangen wird oder was schon passiert ist, weiß ich nicht. Aber das sind halt so die Sachen, so, wo du einfach siehst, es passiert einfach zu oft. Es passiert zu oft aus denselben Ecken. Deswegen sage ich, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Verstehst du, was ich meine? Ja, es würde ja eher meine Theorie unterstreichen, dass wir ein gesellschaftliches Problem insgesamt haben mit einer Übersexualisierung von Kindern. Oder okay, aber warum ist ein Tittenposter bei Bernhard und Bianca in einem Zeichentrickfilm drin? Warum? Jetzt kommt er mit dieser ganzen Disney-Verschwörung. Ne? Da ist ein Penis reingemalt worden. Warum, Bro? Warum ist ein riesengroßer goldener Dildo auf dem Cover von Ariel die Meerjungfrau drauf? Warum? Das muss mir doch einer mal erstmal erklären, damit ich das akzeptieren kann, dass es aus der Gesellschaft in Hollywood kommt. Du glaubst wirklich, das sind so versteckte Botschaften, die machen die dann mit Absicht rein oder ist es ein durchgeknallter Grafiker, der sagt, hey, ich mach da einen goldenen... Welche Chance ist höher? Ein durchgeknallter Grafiker, der einfach Spaß hat an Wahnsinn, egal was auch... Oder die Machteliten wollten, dass die Kinder, ohne dass sie es merken, die ganze Zeit ein Poster angucken, wo eigentlich ein Penis versteckt ist. Dass sie zwar mit ihrem Alter überhaupt nicht identifizieren könnten, du erst mit 40 wahrscheinlich einen Disney-Poster sehen würdest und da vielleicht sowas erkennen würdest. So eine Konnotation haben die Kids. Aber ist egal, ja, du solltest ja unterbewusst, das ist ein subliminal Penis. Das ist ein sogenannter unterschwelliger Penis. Verstehst du, was ich meine? Ich habe mir auch 11 Minuten lang, 7 Tage lang ein 11 Minuten Penis-Video von Sinan angeguckt, ne? Also das ist schon, da bin ich abgehärtet und in diese Penis-Situation bin ich auch einer derjenigen, die da auch, auch wenn es wehtut für die Gesellschaft, Markus, guck mal auch. Ich bin natürlich Richter, Rapper, Forensiker, aber es ist ein unterschwelliger Pedos. Was ist wahrscheinlicher? Du neunmal kluger, was ist denn wahrscheinlicher? Ja, natürlich, es ist ein... subliminale Massage. Dildo rein. Ein durchgeknallter Grafiker. Und guck einfach mal, ja, und mach irgendwie. Na, Markus, ein durchgeknallter. Na, Markus, komm!
Es ist schon ein Grafiker. Jeder, der Grafik studiert, weiß, der muss sich ein Edding und dann muss er dem Professor einen Schmusjob. Oder man muss aber ehrlich sagen, ne? Man muss ehrlich sagen, sehr anstrengende Weltbild, was er hat, ne? Super anstrengend. Überall sieht er Penisse, überall sieht er Pedoring, elitäre Machtstrukturen, die alles wegbumsen wollen. Jeder muss PDD einblasen. Ich meine, was ist das für eine traurige Weltanschauung, Alter? Da hast du gar keinen Bock mehr, Alter. Bist du mal ehrlich, also. Wenn das die Welt ist, die er sieht, ne, dann, ey, das tut mir echt leid für den, ey. Das ist ja echt so ein richtiger Forensiker. Wie bekommt man jetzt den Bogen von überall sind Penisse zu George Floyd? Ja, also vor einer halben Stunde waren wir bei George Floyd. Mann, er sieht halt in allem eine übergeordnete Machtzirkel. Leute, die den Penis wollen, bei Bernhard und Bianca, wollen auch George Floyd. In Wahrheit war aber nicht so. Man hat ja das längere Video dann gesehen, dann hat man ja gesehen, George hat eigentlich mit seinem Hals den Bullen sein Knie gefickt. Der hat mit seinem Hals ja die ganze Zeit den Bullen so genommen an sein Knie und so. Und dann ist er aber nachher gestorben an Corona. Das war ja mit Corona, nicht an Corona. Also an Corona, aber er hat ja nicht Corona. Es gibt's ja alles nicht. Mann, Markus, guck mal. Nein, das nervt mich auch langsam, weil ich mich immer wiederholen muss, Markus. Guck mal, so geht das nicht. Ja. Ist mir aus Versehen mit dem Gesicht, hat die meine Faust zerstört, was ich machen mag. Er hat einfach, Bruder, was ist das für ein Armutszeugnis? Fast Abi nicht geschafft, aber Schwanz studiert. Junge, Junge. Er hat wirklich, ich glaube wirklich noch nie in seinem Leben die Bibliothek von innen gesehen. Eine Bibikarte früher mal gesagt. So komische Witze. Also ich könnte Markus, du kennst die lange Liste nicht. Du weißt nicht, in wie vielen von diesen Filmen das ist dein Ding. Also das ist das, womit du dich hauptsächlich beschäftigst. Und weil das ist eigentlich so ein bisschen die Frage, wo es hingehen soll. Was stellst du dir denn unter einer progressiven Gesellschaft vor? Ist das jetzt dein Ding? Du möchtest Kindesmissbrauch in der Hollywood-Elite aufdecken oder du möchtest über Kindesmissbrauch... Ich finde das eigentlich geil. Du möchtest Kindesmissbrauch in der Hollywood-Elite aufdecken. Warum möchtest du nicht irgendwas in deiner Nachbarschaft aufdecken oder in deiner nahen in der Welt, in der du lebst? Weil in Hollywood, das ist schon auch, Bruder, ist dir klar, dass 17 Flugstunden von dir entfernt sind. Also wenn, dann was machst du hier noch in dem Keller hier in Kreuzberg? Missbrauch oder Sexualisierung von Kindern in diese Gesellschaft sprechen, auch teilweise, was weiß ich, dann in den eigenen Reihen, in der eigenen Community und sowas. Ist das dein hauptsächlicher deutsche Justiz? Politischer Kampf? Nein, nicht mein hauptsächlicher politischer Kampf, sondern was eine ist dein Grundsäule davon. Was ist denn dein, okay, deine und was sind die anderen Grundsäulen deines politischen Wirkens? Alles insgesamt ist ja zurückzuführen auf das Ablehnen von manipulativen Mechanismen, die eingebaut werden, um im Unterbewusstsein den unwissenden Menschen darauf vorzubereiten, was in Zukunft so sein soll. Oh mein Gott, Alter, der ist wirklich... Guck mal sein Gesicht, wenn er das spricht, wie sicher er dabei ist. Bruder, der ist wirklich lost, Alter. Langner macht auch ein bisschen so, der tut mir auch ein bisschen leiderlich. Es sind Machtstrukturen, die eingebaut werden, die dich dann vorbereiten sollen auf eine Sache, die dann noch kommen wird wegen den Mackies. Bruder, Alter. Bruder. Im Unterbewusstsein den unwissenden Menschen darauf vorzubereiten. Wer macht das denn? Wer sind die Leute? Wen suchen die aus? Wer darf dabei sein, wer nicht? Was in Zukunft so sein soll. Man will auf jeden Fall Pädophilie verharmlosen und man will sie gesellschaftsfähig machen. Das ist absolut meine Überzeugung. Sonst würde man jemanden irgendwie nicht 6 Monate geben, der 2... Da jetzt, weil ich sowas höre, verstehe ich, warum er bei der Sinan-Sache einfach nicht mehr normal geblieben ist. Einfach so voll drauf rumgeritten hat, beziehungsweise noch so eine Story erfunden hat. Also, das... ja, Pädophilie soll in der Gesellschaft normalisiert werden. Du bist überdurchschnittlich intelligent. Soll normalisiert... Von wem? Wer? Wow, Alter. Seine Sitzheizung ist, glaube ich, kaputt gegangen. Er hat doch safe diese Decke vom Kollegen missbraucht, aber... jahrelang sein eigenes Kind missbraucht hat und auch noch verurteilt wird. Das würde man dann nicht machen. Man würde es niemals erlauben, dass einer hier in Berlin... Zu welchem Zweck soll das passieren? Das kennst du Nambla?
Nee, was ist noch? North American Man Boy Love Association. Davon gibt es ganz viele so eine Vereine. Die wollen einfach, dass diese Sexualität, und zwar einvernehmlich. Ach mein Gott, Alter, immer wieder was Neues. Immer kommt irgendein Schlagwort. Ja, Mann, kennst du Schmammler? Kennst du Lammler? Mann, ey. Das ist schon wirklich schlimm, Alter. Mei, vielleicht gibt es so eine Organisation, deren Meinung das ist, dass Sex mit 14 oder unter 14, unter 12, und die wollen die Linie nach unten ziehen. Okay, vielleicht gibt es so eine Organisation, keine Ahnung, ne? So, okay. Was repräsentiert das irgendwie die Mehrheit? Hat irgendwie die Mehrheit da Bock drauf? Ich habe das Gefühl, die Mehrheit hat gar keinen Bock drauf. Aber mit Abstand gar keinen Bock drauf. Das ist der Forensiker von Carsten Stahl. Carsten, nicht mal du bist so dumm, Alter. Obwohl der schwurbelt ja jetzt auch richtig hart. Der ist ja auch so in diese AfD-Schwurbler. Eigentlich bei Carsten weiß ich gar nicht genau, ob der überhaupt klug genug ist zum Schwurbeln. Ich glaube, der Carsten will einfach, er nimmt einfach jeden mit, der ihn bezahlt. Überall, wo er Applaus kriegt, da geht der hin. Schöne Grüße von hier. Ich bin hier im Studio, hallo. Hier rechts oben JBG-Platte, natürlich, weil ich Schwurbler. Sex, was auch immer das sein soll zwischen einem 30-Jährigen und einem 4-Jährigen. Ich wollte gerade sagen, in den USA gibt es für alles eine Organisation, ja. Ja, ich habe letztens eine Doku geguckt auf Arte. Das war, ich weiß nicht mehr, wo das jetzt genau war, ob es in Afghanistan, Grenzgebiet, Irak, Iran, weiß nicht, nee, Iran war das nicht, das war schon ein Kriegsgebiet oder es sah auf jeden Fall nicht gut aus, war so, ich glaube, es war Afghanistan. Da hat eine Frau ihre 7-jährige Tochter verkaufen müssen, in Anführungszeichen verkaufen, weggeben, damit sie ein bisschen Geld kriegt, an einen Mann, der über 40 war, der hat sie geheiratet. Und das hat der Frau natürlich, also es war unfassbar für mich sehr schwer zu gucken, aber für die Frau war das jetzt traurig, dass sie ihre Tochter nicht mehr sehen will, aber nicht ungewöhnlich. Das ist halt in deren Welt normal. Oder, ne, normal, also für ihre Situation vielleicht, weiß ich nicht, ich will ja jetzt nicht so das pauschal sagen. Also es wird in Amerika wahrscheinlich einen Verein geben für alles. Die haben ja alles Mögliche, wird es da geben. Es gibt auch eine Kirche, da geht es nur darum abzunehmen. Die glauben an Hungern und Abnehmen. Also nichts davon. Ich will damit nur sagen, natürlich wird es vielleicht geben, keine Ahnung. Aber die Sache ist, er tut ja so, als ob so eine Machtelite da oben das durchsetzen will. Also es hat sich ja nicht durchgesetzt. Nee, da hast du recht, ich weiß. Guck mal, Jebba Junge, also was ist das auch für ein Thema, ey? Jebak Junge schreibt, die Grünen wollten in den 90ern, damals in den 90ern, den Sex mit Kindern, wenn beide es wollten, also wenn, ne, wollten ist natürlich bei einem Kind auch fraglich, straffrei machen, no joke. Nee, das weiß ich, das ist ja bekannt, das weiß man ja. Ich weiß nicht, wie lange das ging, wie oft die es versucht haben, was das weiß ich alles nicht, aber das ist, weiß man. Aber hat sich das durchgesetzt? Scheint nicht so. Also scheint er in die Gegenrichtung gelaufen zu sein. Vielleicht halten die sich nur zurück, weil die wissen, dass Belasch denen auf der Spur ist. Exhausting schreibt natürlich, aber man muss sagen, die Grünen haben heute eine komplett andere Position dazu und wissen, dass das falsch war. Ja, 100%. Ich will mal was dazu sagen. Ich will das, versteht mich nicht falsch, ne, macht keinen Cut draus hier und sagt, ja, der Bruce, ja, wegen seinem Bruder. Nee, aber es ist ja so, dass in der Pädagogik sich ja auch alles verändert. Früher hat man gesagt, Kinder schlagen ist bei der Erziehung gut. Dann irgendwann hat man gesagt, nur noch auf Hände schlagen. Dann irgendwann nur noch ein Klaps ist gut. Heute weiß man, wie Belasch sagen würde, heute weiß man ja, Kinder schlagen ist überhaupt nicht gut. Schon mal auch gar nicht, wenn die sehr jung sind. Wenn die Teenager sind, so 16, so, kann der Papa schon mal so einen Schuss, ich habe gesagt, rauch nicht. Naja, aber man geht ja mit der Zeit. Jetzt kannst du natürlich jeden Wissenschaftler holen und sagen, ja, du hast aber, ja, kannst du nicht gut reden, ist alles, ist, Anfang 19. Jahrhundert hat man in Köln noch ein Mädchen, glaube ich, mit 13 oder 14 auf christliche Art und Weise umgebracht. Wie heißt das nochmal, wenn die, das wäre so, ja, okay. Wo ist das aber elitär und wollen von oben und das und in Köln, die Geschichte ist bekannt, aber scheiterhaufenmäßig Köln, Scheiterhaufen, habe ich mal in der Schule, haben wir mal so einen Ausflug gemacht. Da waren wir in der 8. Klasse oder so. Da hat man sogar noch gewartet, das war,
Also ich glaube, das war so, die hatten noch, dann hat man sogar noch gewartet, bis sie Geburtstag hat, weil sie das unter dem Alter nicht durften. Ich weiß nicht mehr, aber wer das war. Jetzt steht hier, 1653 war die letzte Scheiterhaufenverbrennung in Köln. Ich sehe irgendwie Anfang 19 im Kopf. Aber interessante Seite, True Crime Köln. Ja, egal. Hört gar nicht drauf, was ich sage, ey. Leute, einzige, was stimmt, ist, was unser Mann hier sagt. Auf GOT-Basis. Die wollen, dass das normal wird, relativieren. Die wollen das für die Und warum Gesellschaft haben diese relativieren. Leute so einen wahnsinnig großen Einfluss? Aber ey, der Markus, ne? Ich schwöre, ohne Scheiß jetzt, ne? Der haut immer genau die Frage rein, die ich im Kopf habe. Nur ich bin da nicht so sachlich genug. Ich bin da nicht nüchtern mehr. Ich kann nicht mehr. Der Typ, der f*** mein Gehirn. Warum hat so eine Gruppe aus Amerika, die sich Nambulas nennen, so einen Einfluss auf Belasch sein Gehirn? Ja, die wollen das. Ja, aber warum denkst du dir nicht, ey, was ist das für eine Schwurbler-Truppe, die das will, Alter? Die wollen das. Genauso wie so Scientology. Scientology sind so richtig viele. Die sind Hunderttausende auf der Welt. Die haben mehrere Kirchen. Und, so. Ich sehe die aber jetzt auch nicht als Gefahr jeden Tag für mein Leben. Denke jetzt auch nicht so krass über die nach. Wir müssen unsere Kinder schützen. Ja, das ist das Billigste, was ein Trottel wie dem einfällt. Aber, weil einfach. Er hat fast Abitur geschafft. Jetzt braucht er das Billigste. Das ist ja auch ein Einsteiger. Ding bei den Rechten, weil dafür kriegt man billig Zuspruch, billiger Applaus, dann kann man die abholen. Danach, guck mal, jetzt waren wir bei der Kindersache, wir haben eine Meinung, ne? Ja klar, Kinder müssen schützen, ja klar. Eine andere Sache jetzt, wegen Juden. Dings, du weißt doch von oben. Was? Ja, Dings, Juden. Wir haben doch über Kinderschutz geredet. Ja klar, aber guck mal, jetzt eine andere Sache. Themawechsel. Juden. Wie meinst du das? Ja, Matten, das. Corona, glaubst du an Corona? Ich weiß nicht, ich habe da mich noch nicht damit. Glaubst du an Corona? Ich weiß nicht. Lockdown gut. Ich weiß nicht, ja, ich meine, es ist scheiße. Wenn man nicht. Siehst du, es ist scheiße. Juden. So. Case closed. Hat einer noch einen Joint? So läuft dieses Gespräch. Zum Kinderschutz, zum Volksschutz, den Kapitolsturm, Corona. Juden sind schuld an alles. Ist schon meine Atzen. Wer sagt das denn? Das ist geil. Ist schon meine Atzen. Marco, Marcel, wer sagt das? Das ist geil. Ist schon meine Atzen, glauben nicht an AIDS. Ey, wer sagt das denn? Das ist aber geil. Also warum haben diese Leute gerade so einen wahnsinnig großen Einfluss, dass die... Niemals. Nie, niemals. Niemals. Warum ist das nicht Subton? Boogie hat gesagt, ich und meine Atzen glauben nicht an AIDS. Das ist nicht wahr. Nein, nein, glaube ich nicht. Adam schreibt, Boogie hat das nie so gesagt. Ey, oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Das wäre wirklich. Das wäre Genti Karma. So eine international orchestrierte Agenda steuern können. Also, ich meine, wie erklär mir das mal? Soll ich dir jetzt deren geschichtliche, historischen Hintergründe jetzt aufzählen oder Oh, was? aber ich meine ganz ernsthaft, also so, da gibt's, also dann gibt es diese Vereinigung. Okay. Melasch, du bist auf einer ganz großen Sache. Komm, gib Gas. Erzähl mal ein bisschen. Die haben ein Fetisch oder was, wie soll ich mir das vorstellen? Also die haben auch eine abartige Begierde oder sowas. Die haben sich auch noch zu einem Verein zusammengeschlossen und die bestimmen jetzt die Agenda von Hollywood? Nee. Alter. Ich liebe den, wenn er seine Augenbrauen nach vorne bringt, seinen Kiefer nach vorne schiebt. Und jetzt kommt ein Monolog, gepaart, gespickt mit ein paar sehr wortschwangeren Phrasen. Sehr, sehr. Ich bin durch, ich kann nicht mehr reden. Nee, nee, die Come on, Nambla bestimmt nicht die Agenda von Hollywood. In Hollywood sind einfach die Leute wirklich teilweise oben am Start, die diese Art von Sexualität ausleben und die das halt für aber zu wichtig welchem empfinden, dass Zweck? wir uns alle zu normalisieren. Aber wir sollen. Ey, Bruder, der ist wirklich. Also Leute studieren Schauspielerei, gehen nach Hollywood, kellnern da 10 Jahre, damit sie einmal in ihr Leben eine Rolle kriegen. Dann kriegen die eine Rolle, dann werden die pädophil. Weil das ist eigentlich die Agenda.
Hey, Bruder, die da oben, da in Hollywood arbeiten Leute, die sind oben. Hey, Dicker, dieses Interview ist voll Untergang. Da für dieses Interview, ne, hat der Bela noch voll die Props bekommen von einigen Leuten. Ne, hast den Steiger voll auseinandergenommen. Ey, Alter, das ist nicht wahr, Alter. Hat sich das überhaupt einer wirklich so angeguckt, so wie wir jetzt? Oder so nebenbei? Das macht schon Eindruck, wenn er so Monologe hält und du nicht genau hinhörst, dann denkst du, ja, Boys Town, ja, guck mal, Schmandesen und so, boah, mies. Ja, schon, der hat drauf. Ich meine, Belasch hat, der Markus hat hier ganz normale Fragen gestellt, der hat gar keine große wilde Sache eigentlich draus gemacht. Aber der Belasch hat nie geantwortet, nur geschwurbelt. Immer ausgewichen und die da oben. Dann jetzt alle normalisieren. Also ich meine, ganz ernsthaft, im antiken Griechenland war das irgendwie die Norm, da war das irgendwie normalisiert. Das ist auch tatsächlich, es hat auch immer etwas mit gesellschaftlichen Konventionen zu tun. Es gibt Gesellschaften, da werden 8-Jährige verheiratet, die mit 12 Jahren. Hast du doch gerade selber erkannt. Also, wer stellt die Normen da? Genau. Wer macht also, die? Ich mein, das wollte ich vorhin übrigens mit dem Beispiel mit dem 7-Jährigen da sagen. Ich bin einmal ein bisschen durch, aber das ist es halt. Andere Gesellschaften, andere Normen, das ist ja klar. Aber warum fühlt er sich so davon gefickt in seinem Leben, dass es eine Gruppe gibt in Amerika, die in ihrem Verein Statuten drin haben, dass sie das so wollen? Der, das sind für mich Psychos und fertig. Was habe ich damit zu tun? Dicker, Alter. Machst du die oder macht das Hollywood? Ich weiß, kommt deine Norm nach Hollywood oder kommt Hollywoods Norm zu dir? Also guck mal, wie funktioniert das Prinzip? Ich habe einen ideologiekritischen Ansatz und der funktioniert einfach etwas anders. Also jede Herrschaftsform, jegliche Herrschaftsform, egal welche, ja, hat ein Gedankengerüst um sich herum gebaut, die ihre Herrschaft legitimiert, ja, rechtfertigt. Und in dieser Gesellschaft, in der wir leben, geht es darum, dass man aus Geld mehr Geld macht, dass man kämpft, gewinnt, dass man irgendwie vielleicht noch zu seinem Vaterland hält, dass man das schnelle Auto bekommt und das schnelle und das schöne Mädchen. Und das sind alles Sachen, die transportiert werden in allen möglichen Kulturgütern, die in deinem Kampfsport oder die in unserem Kampfsport transportiert werden, die in Hollywood-Filmen transportiert werden, die in Rap-Songs transportiert werden. Und das sind Sachen, die in dieser Gesellschaft als Grundvoraussetzung existieren. Da braucht niemand sitzen und sagen, ey, schreib da jetzt irgendetwas ganz konkret hin. Markus, nerv mich nicht. Das ist zu komplex. Das ist gesellschaftliche Strömung gibt und sowas, nervst du mich? Nein. Belasch, bitte übernehmen Sie. Ich brauche es ein bisschen einfacher. Dump it down. Who is it? Sondern das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn man das irgendwann mal erkannt hat, dann erkennst du auch überall Ideologie. In allen Kulturprodukten und in allen Zeitungsartikeln, in allen Medienveröffentlichungen. Und das ist wichtig. Aber jetzt irgendwie. Für Markus bleibt das alles Zufall. 666 in Disney. Für Markus ist das Zufall. Bruder, Alter, wusste ich nicht, dass er so verpeilt ist, Alter. Hierher zu gehen und zu sagen, ey, guck mal, das gesunde Familienverständnis, was ich habe, das ist so quasi der Naturzustand und alle anderen wollen mich manipulieren. Mal einmal die Kommentare sehen. Boah, das ist schon hart. Ich habe mehr Hate gegen Markus erwartet irgendwie, aber ist schon... Okay, hier schreibt einer. Respekt erstmal an Steiger fürs Einladen von Belasch. Viel mehr Respekt, spreche nur für mich, aber an Belasch. Für diese unglaublich starke Eigeninitiative, seinen Herzensbeitrag zu leisten, indem er so recherchiert, wie er recherchiert. Offen, präsent, präsenzstark, gleichzeitig aber so krass entspannt über die Zusammenhänge sprechen kann, die er so aufdeckt. Ey, Alter. Bruder, Alter. Der zweite, ne? Ja, hier ist der dritte. Respekt an B. und Steiger. Ein sehr gutes Gespräch. Es inspiriert mich zum Hinterfragen und eigenständigen Denken. Fuck the system, back to the roots. Welche Roots denn? Sollen wir in den Wald wieder gehen oder was? Wer will von denen ohne Internet in den Wald? Wer will denn von denen back to the roots ohne WhatsApp? Jo. Belasch, du bist echt ein unglaublicher Typ. Danke für das unglaubliche Gespräch. Du bist eine Bereicherung für die Gesellschaft. Ich hoffe, du kannst auch weitere Menschen die Augen öffnen. Belasch. Der ist geil. Belasch, Bruder im Geiste. Echt immer wieder angenehm, ihm zuzuhören. Wow, Alter, das ist das Zutun wert.
Belasch ist einer der reflektiertesten Rapper in Deutschland. Man kann von seiner Art und Weise halten, was man möchte. Jeder Mensch hat seine eigene Art und Weise. Ihm aber fehlende Kompetenz oder Wahnvorstellung vorzuwerfen, ohne die Aluhut-Ecke zu stecken, ist einfach nicht richtig. 560 Likes. Ich weiß aber nicht, wie er darauf kommt, dass ihn einer in die Aluhut-Ecke steckt. Warum denn überhaupt? Großen Respekt an Belasch. Gebe Belasch zu 100% recht. Die Informationen sind alle vorhanden. Man muss sich nur die Mühe machen und recherchieren. Die Zeit für ein großes Erwachen wird kommen. Hinterfragt alles, auch eure eigenen Gedanken und Überzeugungen. Nur er wird seine eigenen Gedanken und Überzeugungen nicht hinterfragen. Diese Kommentare, diese Art von Kommentare, weiß nicht, ob es genau dieselben Menschen sind, ne, waren aber auch vermehrt bei Ali Osman zu finden erst. Erst nachdem er so völlig seine, der Duktus seiner Kommentare haben sich komplett geändert, als die ganzen Schwurbler ihn gefunden haben, genauso wie bei Bösemann und dann auch bei mir irgendwann, nur bei mir halt mit Hass, aber bei ihnen, bei denen mit Love. Aber der Duktus glaube gleich, weil du wirst bald, also es stand nicht mehr so, du bist hops genommen von Kuchi, sondern so, du bist entlarvt. Es gibt kein Entkommen mehr. So, also so, du weißt genau, das sind weder unsere Fans, noch ist das unsere Bubble, das ist vollkommen Dragon. The Dragon Warrior. Was will der Mock wieder von mir? Will er mir Rücken auf... Mann, Mock, nur weil ich deinen Freund Belasch hier hops genommen habe, willst du mir das Rücken schicken? Das ist so geistesgestört. Ich will am liebsten irgendwie den Kontakt mit Mock abbrechen. Aber es geht nicht mehr. Sehr informativ. Ey, die Kommentare, das ist schon fast trollig, so trollmäßig. Guck mal, das ist das, was ich meine. Guckt euch mal diese Kommentare an, dann weißt du, von welchen Gabis aus Facebook das kommt. Wenn es denn überhaupt echt ist, kann auch alles nicht echt sein. Nur vom Titel lesen sind mir schon die Tränen der Glückseligkeit gekommen. Selten so gefreut auf ein Interview. Was ist denn der Titel? Belasch legt offen. Ein Streitgespräch über Macht und Okkultismus. Digga, das ist nicht ernst, ne? Was hat fast 5000 Kommentare? Guck mal, vor einem Tag. Xavier hatte schon sehr früh darüber berichtet zum Thema Kinder. Egal wie verrückt ihr über ihn denkt. Mir ist der Herr Steiger sehr unsympathisch. Bitte, das ist eins der besten. Die Kommentare sind Gold. Belasch ist ein Argumentalitätskatalysator. Steigers Gutmensch-Mentalität rasiert AMK. Er meint Argumenterfinder. Bruder, das ist so ein Quatsch. Ich ergreife Partei und stelle mich auf die Seite von Belasch. Belasch, einer der größten bei uns in Deutschland. Steiger, du solltest das Ding jetzt mal wieder selbst anschauen und vergleichen das mit der jetzigen Realität. Ich bin nicht mit allem down, was Belasch sagt, aber wenn ich die jetzige Zeit nehme und nach USA schaue und hierher, dann fehlt mir schon auf, dass natürlich Hollywood-Musikindustrie, die zerstört sich gerade, wie Belasch erzählt hat. Respekt, Belasch. Das ist ganz witzig. Hahaha, Lügnerglatze. Nein. Einzig gebaste hier. Der Milau geht richtig ab. Auch nach mehreren Jahren, Steiger, so ein heuchlerisches Arschloch. Steiger hat nur Fragen gestellt, ne? Der eigentlich gar nicht groß erzählt. Steiger ist eine Systemhure. Der ist der Beste. Steiger, du solltest, bevor du Leute wie B einlädst und nur herablassend belächelst, wenigstens ein kleines bisschen recherchieren, wie er zu seiner Meinung kommt. Wissen ist Macht. Ein ganz mieser Systemschwächling, der Steiger. Lächerliche Witzfigur. Ja, Bruder, Alter. Guck mal, Belasch, das sind deine Fans. Das sind die Leute, die dich mögen. Da hast du angefangen als Rapper, jetzt bist du ein Schwurbelanführer. Bruder, Alter. Aber manche von meinen Ärzten glauben nicht an AIDS. Aber ist doch schon fast so, wie er das gesagt hat. Hör mal hier, das MC Bulgarius Boogie. Aber manche von meinen Ärzten glauben nicht an AIDS. Manche von meinen Ärzten glauben nicht an AIDS. Aber manche von meinen Ärzten glauben nicht an AIDS.
Ja, solange du nicht mit den Amseln musst, ist ja egal. Das stimmt, MJ. MJ sagt, Mario Winans war der R&B-Sänger, der Didi eingeblowt hat, damit er ihn I Don't Wanna Know schreiben kann. Das kann schon sein. I don't wanna know. Doch, das hört sich wie Blown an. I don't wanna know. Doch, doch. Oder Alter, der ist so tief in der Spurblabubble, der weiß das gar nicht. Das ist für ihn. Er denkt wahrscheinlich nicht. Er denkt wahrscheinlich, ich bin miese Atze von früher. Ich bin Breakdancer. Bruder, du bist richtig intelligent. Bruder, du bist so richtig intelligent. Ey, wir haben jetzt Pädophilie und Herrschaftskritik. Jetzt kommt noch Ideologie und Propaganda. Dann kommt Geld oder Macht. Dann kommt Gut und Böse. Dann kommt, wer regiert die Welt? Jetzt, ey, das, komm, wir gucken uns das noch an. Dann machen wir Pause, okay? Wer regiert die Welt? So 5 Minuten sind das, komm. Das ist schon wichtig, ich muss das wissen. Gesinnung, sage ich. Ich sage nicht die Familie oder die zwei Hans-Peters. Mhm. Es gibt einfach eine Gesinnung und diese Gesinnung hat auch einen religiösen Hintergrund und der vereint gewisse Leute einfach. Es ist wie religiöser Fundamentalismus und radikal, wenn du jetzt einen radikalen Islam jetzt guckst, wirst du gewisse Merkmale finden. Wenn du radikales Christentum anguckst, die dann irgendwelche Terrorismusakte betrieben haben und so weiter, wirst du eine radikale... Was diese Elite hat finden, religiöse Merkmale. Hat sie. Und welche sind das? Hey, Belasch, wir enden immer wieder und das, Markus, ist halt das Ärgerliche. Das ist das Ärgerliche. Markus, ich wollte dir gerade eine Antwort geben und du tust so, als wenn ich sie dir nicht geben will. Die Antwort. Ich will seit 2 Stunden keine Antwort geben. Du schwurbelst nur. Da ist. Darauf ist sehr, sehr offensichtlich. Okay. Diese Religionsform hat 2 Hörner, mein Bruder. Mhm. Oh. Sie hätte lieber keine Antwort gegeben. Diese Religionsform hat 2 Hörner. Es ist zu offensichtlich. Verstehst du, was ich meine? Okay. Da kannst du jetzt widersprechen. Ist dein gutes Recht, aber das ist meine Recherche. Meine Recherche führt daraufhin zu, dass... Das ist meine Recherche, ja. Das muss man aber auch in aller Deutlichkeit sagen, mein Bruder. Es ist deine Recherche. Deine Telegram-Recherche. Deine systematische... Ab und zu auch mal ein Bubatz. Recherche, diese Bubatz! Ich sag dir ehrlich, Bruder, hier, der hier. Ich verliere wirklich Hirnzeit. Ich werde hier auf dem Weg nach Hause noch einen IQ-Test machen. Ich muss mal gucken, ob ich noch auf die 90 komme. 92 oder so habe ich immer abends. Schaffe ich noch die 100? Nach der Sendung hier, Bruder, 80er. Bruder, was ist das denn? Jetzt kommt der mit Satanismus. Was haben wir nicht alles durch? Pädophile Elitäre von oben. Ring, Amerika, Blown by Diddy, R&B-Sänger, Satanismus, George Floyd war nicht so, BLM war nicht so, Bruder. Die Machtelite, von der er spricht, die werden nicht müde, ne? Die machen nie Urlaub. Dicker, Alter, die chillen gar nicht. Man wirklich es mit religiösen Motiven zu tun hat, nicht ausschließlich, aber sehr, sehr oft nicht aber diskutiert. Mit satanistischen. Ja. Und ja. Ich liebe den, Alter. Der ist so geil. So einer wäre mein Lieblingspartner in der Schule gewesen, so ein Nebennachbar. Ich mache so ein bisschen, ohne Scheiß, jetzt Real Talk, so einer wäre mein absoluter Lieblingsnachbar in der Schule gewesen. Ich mache so Hausaufgaben, ich gebe so ab, dann drehe ich mich um und ich weiß, es gibt was zu lachen. Erzähl mal so ein bisschen, ja, guck mal, Bruder, glaub mir, auf Buat, unser Lehrer, schöne Hunde, so, ja, der hat so, das, und ich so, ja, beste, komm, wir gehen Pause. Ah, Mann, Alter, der hat mich durch die Schule gebracht, auf easy. Ey, der ist wirklich Billisch, es geht, ja, schon, hast du Pausenbrot, ja, sag mal, Bruder, ich esse das nicht, warum, guck mal, Bruder, Sonnencreme, da ist Silber drin, da ist Quecksilber in Sonnencreme, ja, krass, Zähneputzen mache ich auch nur mit Holz, warum, Digga, in dem Plastik, da ist doch Partikeln und so, ja, klar, Bruder, Hammer, gib mal, Bruder, sehen uns dann am Montag, ne, hast du Mathe 9, ja, Bruder, Bruder, Die hat religiöse Merkmale. Hat sie. Und welche sind das?
Hey, Belasch, also, wir enden immer wieder und das, Markus, ist, halt, das Markus, ist halt das Ärgerliche. Das ist das Ärgerliche. Markus, ich wollte dir gerade eine Antwort geben und du tust so, als wenn ich sie dir nicht geben will. Die Antwort darauf ist sehr, sehr offensichtlich. Okay. Diese Religionsform hat zwei Hörner, mein Bruder. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Okay. Da kannst du jetzt widersprechen. Das ist dein gutes Recht. Mhm. Aber das ist meine Recherche. Meine Recherche führt darauf hin zu, dass man wirklich es mit religiösen Motiven zu tun hat. Nicht ausschließlich, aber sehr, sehr oft nicht aber diskutiert. Mit satanistischen. Ja. Und ja, dreh mal jetzt ein, Bruder, das ist so geil, der Typ ist anders, der ist gestört. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass man sowas hört, aber es ist echt, ich weiß auch nicht warum, aber es ist sehr überraschend, dass ich das von ihm höre so. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich das alles vorher gewusst, Mann, Alter, hätte ich anders gedacht, dass man mit dem reden muss. Aber ja, gut. Satanisten heißt nicht irgendwo, dass du mit einer Kutte und deinem Pimmel draußen über einen Friedhof rennst, um kleine Kinder zu erschrecken. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine Sache, die ist so dokumentiert seit den Zeiten von Babylon existent. Und es wird Praxis... Seit den Zeiten von Babylon. Was die für einen Druck spüren im Leben, Alter. Die können ja gar nicht mehr lachen, Alter. Die können, Mann, du Schlaf, was lachst du? Seit Babylon-Zeiten, Dings. Seit Dings. Er hat in der Schule nicht ein Buch geschafft, aber seit Babylon. Ich beobachte, ich recherchiere 4000 Jahre Geschichte, du Idiot. Seit Babylon. Meint der diese Serie, ob seit 1 sie abgedingst wurde? Das kann ja sein. Bruder, Alter. Praktiziert von, seit Jahrtausenden. Warum kommen die Leute auf die Idee, dass es heutzutage nicht existiert? Okay, aber deshalb sind diese Leute dann auch Elite, weil sie Satanisten sind. Nein, aber ein großer Teil von denen hat die Grundprinzipien dieser Religion, finde ich, in sich drin. Das spiegelt sich wieder, wenn ich mich mit der Religion auseinandersetze und die Menschen analysiere, merke ich einfach, dass da Schnittmengen existieren. Und dann gibt es da Leute, die auch noch in diesem Umfeld immer wieder als Gurus und als Respektpersonen oder irgendwelche Mentoren und so weiter auftauchen, die dann offensichtlich zu dieser Religion dann gehören, wie Anthony LaVey, wie Aleister Crowley, wie jetzt Marina Abramovic und so weiter. Ich rede doch nicht aus meinem Arsch heraus, Bro. Deswegen sage ich zu dir, ich sehe Sachen und ich verknüpfe Sachen. Und du hast aber letztendlich recht, wenn du sagst, es könnte ja auch sein, dass ich ins falsche Licht geführt werde. Ich rede doch nicht aus meinem Arsch heraus, Bro. Ich habe doch Dings studiert wegen Babylon. Bruder, Alter. Seit Babylon, Mann. Mentoren und so weiter auftauchen, die dann offensichtlich zu dieser Religion dann gehören, wie Anthony LaVey, wie... Wie Anthony Schmazey. Das kommt natürlich für... Bruder, wie diese Abramovic. Wie meint ihr, diese Künstlerin, die immer wieder extra so Sachen macht, damit die auffällt, weißt du, was macht die? Die macht, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, so eklige Kunst, so keine Ahnung, so nackte Körper ausstellen und so, die so ein bisschen weirdo sind, so weirdo. Auch nicht, Bruder, ey. Bisschen jetzt, was er macht, ist Social Proof, jetzt einfach Name Drop, bisschen ein paar Namen nennen, auf Woody Dutschke angelehnt, damit man so glaubt, wenn man so halb hinhört, boah, der hat so einen Plan wie Andrew Levine. Diese Anthony Maskov, ich bin doch mit Rudy Kutsche cool. Also verstehst du das nicht, Markus? Das sind Teufel, die Teufels anbeten, Dings. Aleister Crowley, wie jetzt Marina Abramovic und so weiter. Ich rede doch nicht aus meinem Arsch heraus, Bro. Deswegen sage ich zu dir, ich... Avril Lavigne und Yoshi Yamamoto. Ja, es ist, die Abramovic macht extreme Kunst, nicht mehr und nicht weniger, schreibt Kuban. Ja, mach ich was. Vor allem weiß sie genau, die gehe ich sehr stark davon aus, genauso wie bei Dali und so, bei Salvador Dali auch so war. Die wissen genau, wie ihr Auftreten wirkt. Die wissen, dass sie dadurch Presse kriegen und dass man als Künstler das A und O ist, Presse und Reichweite zu kriegen. Natürlich A und O. Und dann wirkt das natürlich bei so einem. Bubatskönig hier. Guck mal, was die machen. Aleister Crowley ist der alte Besitzer von Disney. Guck mal. Ich guck mal eben ganz kurz nach, bevor ich anfange zu schwurbeln. So, soll ich überhaupt nachgucken? Ich kann auch einfach erfinden. Das ist so, also, warum nachgucken? Warum gucke ich mal nach eigentlich? Scheiß drauf. Aleister Crowley. Ist das Ali? Ach so, ja, okay. Guck mal, wie der sich ablichten lässt. Ja, ist er, Bruder. Boah.
That's a Crowley. Edward Alexander Crowley. Mies, Alter. Wir sind alle gefickt. Er hat alles doch. Das ganze Interview war. Das, oh, jetzt habe ich da was Falsches angepinnt. Aleister Crowley, Albert Schmausi, Familie, Kindheit, Jugend, übernahm de facto die Leitung von OTO. Was ist das? Abtei. Boah, Bruder, das ist mir, muss ich mal einmal lesen, wenn ich ein bisschen. Sexualmagie. Ordo Templi Orienti. Crowley bezeichnete sich als das große Tier 666. Von 1898 bis 1900 war er Mitglied in den Hermetic Order of Schmus. Okay, was ist aber was? Was habe ich mit dem zu tun? Also was haben wir mit dem zu tun? Ist er wirklich, weil er hat bei Disney gearbeitet? Das wäre natürlich ein, wo ist das denn jetzt hier? Das soll. Also mit Disney steht hier nichts, ne? Da habt ihr mich angeschwurbelt hier im Chat. Was haben wir mit dem zu tun? Aleister Crowley war ein britischer Okkultist, Schriftsteller und Bergsteiger. Ja, okay. Und jetzt? Also warum haut der einfach diese Worte raus? Also was hab ich denn mit denen zu tun? Der war so auf so Okkultismusfilme, hat sich so Filme gefahren. Okay, was habe ich damit zu tun? Also was haben wir denn damit zu tun? Selbst wenn er auch an Hörner glaubt und das auch für sich selber Blut, sagen wir, er hat so Schweineblut getrunken. Was habe ich denn damit zu tun? Was haben wir als Gesellschaft damit zu tun? Wir sind nur, weil ich eine Systemhure bin? Ich will P. Diddy einen Blown, der lässt mich nicht. Und Satanisten heißt nicht irgendwo, dass du mit einer Kutte und deinem Pimmel draußen über einen Friedhof rennst, um kleine Kinder zu erschrecken. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine Sache, die ist so dokumentiert seit den Zeiten von Babylon existent. Und es wird praktiziert seit Jahrtausenden. Warum kommen die Leute auf die Idee, dass es heutzutage nicht existiert? Okay, aber... Oder heutzutage, deswegen kommen die Leute auf die Idee, dass es heutzutage nicht existiert. Das ist auch völliger Quatsch. Also, von existiert, dass es ein paar Leute gibt, die so sich so Filmen fahren, auf so Hörner, auf, wie nennt man denn sowas? So okkulte Filme und bla, also ich glaube das schon. Da, aber wo ist das, die Machtelite, die unsere Gesellschaft prägend, nachhaltig in eine Richtung drückt? Also, es gibt Satanisten, so, okay, und jetzt? Also, verstehe ich irgendwie nicht. Ist das jetzt irgendwie so eine große Zahl, über die ich mir Gedanken machen müsste? Es gibt ohne Ende Sekten. Wie gesagt, ich mache mir nicht den ganzen Tag Gedanken über die Kirche oder was weiß ich. Ey, ich glaube einfach, wirklich, das ist auch irgendwo so ein Hobby von ihm. Der schwurbelt sich da, so, beschäftigt sich hobbymäßig sehr viel damit. Und dann sieht er das nur noch. So, bei Gott, Bilasch, komm da raus. Ich streite mich ja gerne mit dir. Aber komm aus der Nummer da raus. Oder jetzt Real Talk. Du bist schon seit 15 Jahren da drin, Alter. Einer muss dem echt helfen, da rauszukommen, Alter. Real Talk. Baba Bartunek, bist du im Chat? Der war ja mal sechs lange Jahre in der Schwurblerbranche, bis er aber wach geworden ist. Diese Verschwörungsfilme machen auch süchtig. Ich kenne das. Also das macht auch so... Das macht einen Riesen, wenn er jetzt ab morgen aufhören würde, mit sowas theoretisch, jetzt nur theoretisch, würde ein riesen Loch in seinem Gehirn entstehen. So ein, da fehlt was. Das ist so wie wenn du eine Freundin hast 10 Jahre und dann hast du eine Trennung. Natürlich hast du so Entzugserscheinungen und. Aber warte, berichtige mich, wenn ich falsch laber. Wenn ich richtig falsch mache. Nee, aber es ist schon so, das Loch muss so gefüllt werden. Also man muss langsam da raus. Ohne Scheiß, Bruder. Real Talk, guck mal, wir lassen uns gerne streiten, auf Hip-Hop-Ebene alles so, aber das ist ja wohl wirklich dein Ernst, Alter. Einer muss echt Rettungsring schmeißen. Baba Bartunek schreibt etwas, was ich auch immer wieder von Experten höre, ist eine Gefühlssache, du kommst da rational nicht ran. Ja, deswegen bin ich wahrscheinlich eh der Falsche, weil ich immer versuche, mal rational an Sachen ranzugehen, das schaffe ich nicht. Einer muss den echt mal umarmen, Alter. So ein Hack wäre gut, ganz kurz. So, ey, Bro, guck mal, du bist auch cool. Das ist so egal, du bist auch cool. Oh Mann, ey.
Deshalb sind diese Leute dann auch Elite, weil sie Satanisten sind. Nein, aber ein großer Teil von denen hat diese... Also dieser Aleister Crowley ist auf jeden Fall nicht Elite, das ist einfach irgend so ein Dude. Ich weiß auch nicht, warum der so einen riesen Wiki-Eintrag hat. Buch des Gesetzes, ethische und politische Auffassung des Telemann, Reisen. Steht hier irgendwo ein magisches System? Ich-Aufgabe. Crowley propagierte die Selbsteinweihung durch unbekannte Obere, die das Ich zerstören, und lehrte, dass das Dasein reinste Vergnügen sein müsse. Sexualmagie und rituelle Opfer. Im Prinzip ist der... Also das ist eigentlich die Kernaussage von Belasch. Alles, was der gesagt hat, kannst du hier drauf runterholen. Er denkt, Satanisten ist das ganze rituelle... Das ist genau wie diese What the Schwurbler. Die glauben dasselbe. Der glaubt das auch. Der ist auch seit 15 Jahren, hat er gesagt, jagt er sowas. Wie so Vampirjäger halt. Ach, er ist so Begründer des neueren Okkultismus. Fett. Fett. Ja. Ist ja schön für ihn. Muss ich ja nicht nachgehen. Und ich weiß nicht, warum der Belasch der Sache so nachgeht. Oh, Belasch projiziert sein eigenes Versagen auf die Weltverschwörungen, das Bankensystem. Überdurchschnittlich intelligent. Die haben gesagt, dass ich überdurchschnittlich intelligent bin. Hat die Grundprinzipien dieser Religion, finde ich, in sich drin. Das spiegelt sich wieder, wenn ich mich mit der Religion auseinandersetze und die Menschen analysiere, merke ich einfach, dass da Schnittmengen existieren. Und dann gibt es da Leute, die auch noch in diesem Umfeld immer wieder als Gurus und als Respektpersonen oder irgendwelche Mentoren und so weiter auftauchen, die dann offensichtlich zu dieser Religion dann gehören, wie Anton LaVey, wie Aleister Crowley, wie jetzt Marina Abramovic und so weiter. Ich rede doch nicht aus meinem Arsch heraus, Bro. Deswegen sage ich zu dir, ich sehe Sachen und ich verknüpfe Sachen. Und du hast... Genau das ist das Problem. Er sieht Sachen... Und verknüpft Sachen. Das ist das Problem an der ganzen Nummer. Das ist das Problem. Er sieht, was er will. Er verknüpft, wie er will. Es gibt überhaupt gar keine Rechtfertigung für irgendwas. Und dann ist das halt die Welt. Du hast aber letztendlich recht, wenn du sagst, es könnte ja auch sein, dass ich ins falsche Licht geführt werde. Mhm. Ich bin auch nicht hier, um zu sagen, ich habe die Wahrheit für mich selbst gepachtet. Ich habe doch nicht gesagt, alles, was ich sage, ist akkurat und ist nicht anzweifelbar. Mhm. Aber ich... Och, danke dafür. Also das ist schon mal ein guter Anfang. Das können wir schon mal anzweifeln. Danke auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ich habe Parameter und rede nicht aus meinem Arsch heraus. Mhm. Und ich kann dir sagen, woher das alles kommt und was meine Informationen sind und wie... Er hat überhaupt nicht gesagt, was seine Parameter sind. Die hat er nicht benannt. Und er hat nur, der wichtigste Parameter, den ich bisher gehört habe von ihm, ist, ich rede nicht aus meinem Arsch heraus. Natürlich auch ein Parameter. Aber ja, wirklich, er hat überhaupt gar nichts genannt. Wirklich, seine Quellen waren, ich sehe Leute, das wichtigste Quelle war, ich kenne die Leute. Ich diese Zusammenhänge dann zueinander bringe. Du beschäftigst dich mit anderen Sachen. Deine Parameter sind andere. Deswegen ist deine Schlussfolgerung eine andere. Verstehst du? Das ist der einzige Unterschied zwischen uns. Aber nee, das ist eben nicht Wissenschaft halt. Ne? Das ist halt nicht wissenschaftliches Arbeiten. Selbe Parameter wäre gut. Du hast andere Parameter, deswegen rechnest du, dann kommt bei dir 2 plus 2 zum Beispiel 5 raus. Verstehst du das? Also kapierst du das? Keine Ahnung, Alter. Fast Bachelorarbeit geschrieben, ja. Wenn wir beide an einem Tisch sitzen würden und darüber diskutieren würden, sollte man Pädophilie normalisieren und relativieren in der Gesellschaft, würdest du wahrscheinlich Nein sagen und ich auch. Ja, und ja. Wahrscheinlich der Rest der Gesellschaft auch, bis auf ein paar Psychos, ja. Was? Wow. Wer der Stolz uns doch gebumst hat damit. Ich sehe es halt auch nicht, dass es gemacht wird. Aber gut. Ja. Musst du... ja. Da sehen wir andere Dinge. Was mich da interessieren würde, ist das eine okkulte Kraft, damit die Macht, also ist das tatsächlich dann etwas Spirituelles und etwas Transzendentes? Boah, Digga. Also, nein, beschwören die dann wirklich auch wirklich das Böse oder ist dann auch das Böse in der Welt, was durch deren Religion dann tatsächlich erweckt wird, was denen die Kraft gibt? Oder ist das halt eine
Spielerei, um sich gegenseitig zu erkennen oder... Nein, keine Spielerei. So. Also das absolut ist tatsächlich ernst wirklich dann, absolut. Da wird das Böse beschworen. Bro, die meinen das Bier ernst. Okay, die meinen das Bier ernst oder meinst du auch, dass die dadurch eine spezielle Kraft haben? Nee, Kraft, Macht und so, da bin ich echt überhaupt nicht in der Position, über sowas zu reden, interessiert mich null. Ich weiß nicht, ob sie den physischen Satan anbeten oder ob die irgendwelche Dämonen aus dem Keller rausholen, weiß ich nicht. Gibt es denen spezielle Kraft, wenn sie diese Rituale durchführen? Die sind der Meinung, ja. Ich kann nicht beurteilen. Das ist nicht, guck mal, es kommt ja auch gar nicht darauf an, ob ich... Das ist so ein Quatsch. Plötzlich ist mir das egal, ob die Kraft haben oder nicht. Ey, Bruder. Das ist, weißt du, der Typ, ne? Ohne Scheiß, weißt du, wer Belasch ist? Das ist der Typ, den du auf einer Party kennenlernst und nach 4 Stunden sagst, sollen wir uns noch ein Bier holen? Und der hat dich so Endlevel totgelabert und du hast noch nicht gefragt, wie er heißt. Du landest mit dem in der Ecke einer Party und du wolltest eigentlich die ganze Zeit noch auf die Tanzfläche Freunde begrüßen, Mädels anquatschen, Bier holen oder irgendwas. Und der labert immer noch in dein Ohr und du guckst ihn an und der so, Weltelite, verstehst du, Abramowitsch? Und du so, ja, auf jeden Fall, guck mal und so. Dann kommt Kollege, ja, grüßen. Ja, aber die Kraft macht, interessiert mich nicht. Guck mal, die beten sowas an. Und du so, Bruder, ich glaube, ich gehe nach Hause. Ich habe morgen noch Klausuren. Ich bin weg, Alter. Tod ist der Ohrabschneider, Alter. Ganz, ganz mieser Ohrabschneider. Digga, das ist so ein energiesaugender Mensch, Alter. Quincy Jones, verstehst du? Du doch so, hä? Quincy Jones auch dabei. Hörst du eigentlich gerne R&B? Ja, warum sollen wir uns beim DJ einen Song wünschen? Nein, Mann. Du verstehst nicht, du nimmst das nicht ernst. Was, Bruder? Wegen 112 sollen wir uns einen Song wünschen? Nein, P. Diddy, 112 hat doch P. Diddy eingeblasen. Verstehst du, das ist R&B. Wer hat eingeblasen? Mann, du nimmst das alles nicht ernst, aber die satanistischen Okkultfilme, verstehst du, die DJ da hinten? Wahrscheinlich, ich sage nicht, guck mal, du kannst deine Parameter anders nehmen. Und du kannst jetzt sagen, der arbeitet nicht mit Ding, aber der ist auch im Prinzip ein Rechter. Der DJ da, ja, jetzt nicht er, aber weißt du, was ich meine? So, Peter, der hat nicht mal Klausur letzte Woche geschafft. Ja, aber er ist rechte Hand von Satans. Satans? Ist das die Mehrzahl von Satan? Nein, Satans ist ein Name von Abramowitsch in der Kunstszene, du Idiot. Die spritzen mit Blut. Verstehst du das nicht? Bruderherz. Krass, danke, dass du mir das alles sagst. Nicht, dass ich geahmst werde. Ja, so sieht das nämlich aus. Du kannst natürlich dein eigenes Welt mitmachen. Und die beten richtig den Teufel an? Ja, Kraft, Macht, weiß ich nicht. Ich bin auch gar nicht in der Position, das alles zu sagen. Alles, was ich gesagt habe, kann sie auch alles anders sehen, ist egal. Du hast mir jetzt 2 Stunden vorgelacht. Ich sagte, ich kann jetzt 2 Stunden alles anders sehen. Ja, Mann, was, gar keine Ahnung, Junge. Alter, ganz ehrlich, du hast mich echt hier totgelabert, weißt du das? Boah, Junge, Alter. Ey. Okay. Ey! Junge! Wie heißt du überhaupt? Du Idiot, ich bin Belasch. Kommst du morgen in den... Hast du morgen auch Kurs? Nein, Mann, ich bin nicht an der Uni. Wer war das überhaupt, Digga? Keine Ahnung, der ist nicht bei uns im Kurs. Wir wissen nicht, wer er ist. Mann, ey. Wer ist das überhaupt? Todesvoll gelabert, Mann. Krass. Der ist schlau, Mann. Der weiß alles, Mann, ja. Was hat er so gesagt? Dings wegen Satan und so, weißt du, was ich meine? Was? Ja, Mann, der weiß alles, Mann. Dings hier, so, weißt du, elitär und so, weißt du? Ist doch so, ja. Ist doch bei uns an der Uni auch so. Alles so mit Eliten und so. Was ist Eliten? Der Junge ist krass, der sollte einen Podcast machen oder sowas. Der Meinung bin, ob sowas existiert oder ob sowas effektiv ist, funktioniert oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass die davon überzeugt sind. Sind die Chinesen da eigentlich auch dabei? Also ich meine, China macht ja jetzt gerade schon richtig Welle. Ich glaube, der Markus nimmt den eigentlich ob, der merkt das nicht. Sind die Chinesen eigentlich auch dabei? Ich schwör, ohne Scheiß. Das ist auch so ein bisschen Uprising-Weltmacht. In jeder Religions-
Gemeinschaft gibt es diese Splittergruppe. So musst du dir das vorstellen. Es gibt die Leute, die das praktizieren, die Moslems sind. Es gibt Leute, die das praktizieren im Judentum. Es gibt Leute, die das praktizieren im Christentum. Es gibt Leute, die das praktizieren im Hinduismus. Ja, ja, jetzt kommt die alte Leier. Das ist so Prostituierten-Talk. Bei mir kommen Anwälte, Ärzte von jeglicher Gesellschaftsschicht, kommen Leute zu uns. Verstehst du? Das ist dieses Social. Und im Buddhismus. Und die sind untereinander verknüpft. Das ist die Schnittmenge. Das heißt nicht, dass die alle down sind miteinander. Mhm. Nicht schwarz-weiß immer alles denken. Ey, der wirft ihm vor, nicht schwarz-weiß immer alles denken. Die Machtelite hält zusammen. Die sind alle Satanisten. Teilweise sind das Moslems, Juden, aber sind Satanisten. Und sind die cool miteinander? Nein, die sind nicht cool miteinander. Hör mal, boah, Markus, Alter, langsam nervst du aber, ey. Markus, ey. Dicker, Alter, tschüss. Schon schwer, schwer von KP. Sie ist mein Sensei. Ihr Sensei ist Dings, die ist mir versprochen. Ihr Bruder ist mein Sensei. Bist du schwer von KP? Aber es ist einfach nur, als wenn du jetzt eine Bibel hättest, die du jetzt nicht kennst, aber dort steht drin halt, was wir so gerne alles machen. Von Opfergaben bis Kindesmissbrauch und Manipulation, immer nur in die eigene Tasche stecken, Leute unten halten und so weiter. Diese ganze System. Leute unten halten. Ey, Bruder, er findet das alles dasselbe. Es ist so geil, ey. Stell dir vor, das ist so das, was mit dir resoniert als Mensch, weil du so erzogen wurdest und so weiter. Da gibt es oft. Mit dir resoniert. Ey, Junge, Junge, du hast es so gebumst, Alter. Es resoniert ein bisschen. Ja, hör mal, du geile Sau, aber du hast da schon einen richtig fetten Resonanzkörper da, ne? Mies. Ja, ja, ich spiele fett Gitarre. Ja, miese Gitarre. Der anderen Seite des Globuses genau so eine Leute, die das Gleiche auch in sich tragen, haben aber eine ganz andere Hautfarbe als du und du kennst ihn auch nicht. Mhm. Das ist ja das, was Religion ja auch im Islam miteinander verbindet. Mhm. Wir fahren alle nach Mekka zum Beispiel, treffen uns dort. Habe ich was mit dem zu tun? Nein. Verstehst du, was ich meine? Und es gibt diese Religionsgemeinschaft und die... Fett ein rausgehauen. Schumann-Frequenz. Ich fahre nach Mekka, hab mit denen ja nichts zu tun. Hab ich mit denen was zu tun? Nein. Ich fahre trotzdem dahin. Es ist so geil. Ihr arbeitet aber so relativ im Verborgenen und dann aber... Es ist eine Religion des dunklen Schattens. Man zeigt sich jetzt nicht offensichtlich, aber es gibt aber offensichtliche Züge und ich glaube auch, dass man halt sehr gerne in der Öffentlichkeit und offensichtlich da sein würde. Aber man muss dafür diese ganzen gesellschaftlichen Tabus ja brechen, weil sonst würde das ja nicht akzeptiert werden von der deutschen Oma und von Hillary, nicht Clinton, nehmen wir einen anderen Namen, von Magdalene irgendwo in Salt Lake City. Man muss ja erstmal die Sachen aufbrechen. Dieses Good Girl Gone Bad Thing, dieses Rihanna-Ding. Von The Replay mit langer Hose und danach dann Disturbia. Man muss erst... Das ist schon wirklich so witzig. Einfach, er macht aus allen seine eigene Story. Erst von The Replay, dann Disturbia, weißt du? Das ist der Grund, warum du nicht geschafft hast in der Musikbranche, Bro, weil du absolut keine Ahnung hast. Mal arbeiten dafür. Und die Arbeit dafür wird geleistet, indem man projiziert durch Medien, Stars, Rap, WAP, Pädophilie, Nambla und so weiter. Das sind alles so die Sachen, die immer mehr auseinanderbrechen. Pädophilie, Nambla. Also, er hat vorhin gesagt, Nambla wäre diese so irgendeine Mini-Verein aus USA, die wollen das. Also, ja, Pädophilie, Nambla, aber also, Bruder. Warum erzählst du das? Du hast es schon vorhin erzählt, dass es völlig unbedeutend ist. Irgendeine Gruppe aus irgendeinem Land will, das spielt doch gesellschaftlich gar keine Rolle, Mann. Das ist genauso, also, ja, es passieren 6.000 Autounfälle mit 5.000 Toten im Jahr. Ich fahre kein Auto mehr. Also. Ja, Odyssey. Das glaube ich nicht. Erstmal machst du bei A-Plays mit und nicht bei uns, der nervt man nicht. Odyssey, der Mann, weswegen mein Chat so einen schlechten Ruf halt schreibt, man tut aber Belasch auch Unrecht, prinzipiell alles schlecht zu reden. Oh, Bruder. Sag eine Sache, die wir bisher gesehen haben, die du nicht schlecht fandest. Und dann gebe ich's dir.
Ich finde, es wird immer anstrengender und es wird immer schlimmer. Ich fand den Anfang gar nicht so schlecht, da haben die über normale Sachen geredet. Aber es wird immer schlimmer, ehrlich gesagt. Niemals hättest du 1965 erlaubt, dass irgendjemand für deine 13-jährige Tochter im Fernsehen twerkt. Hm. Die Menschen wären ausgerastet. Als wir damals klein waren in den 80er Jahren, da habe ich nicht mal eine blanke Brust gesehen bis 22 Uhr. Es hätte niemals erlaubt werden können. Das ist voll der Quatschargument. Das ist totale Quatschargument, denn das war einfach... Das war vielleicht verpönter im Fernsehen oder so, aber in den 60er Jahren war ein 40-Jähriger, hat was mit einer 16-Jährigen oder heiratet jung, so, oder, also wie, das ist doch völliger Quatsch, Mann. Wir haben uns doch, die Gesellschaft hat sich doch verbessert, was das Thema angeht. Dieser Machtmissbrauch, diese Machtgefälle wurde früher noch viel krasser ausgenutzt. In den 90ern damals. Also, mal Eis am Stiel kennt der nicht, ne? Mann, der labert einfach nur Scheiße. Oder gerne erzählen mir, was in seine Story passt. Tutti Frutti hat der auch nicht gesehen. Da war der mit Nazis am Kämpfen auf der Straße. Ja. In Deutschland, ohne dass die Leute auf die Barrikaden gehen. Bis Ende der 90er war Vergewaltigung in der Ehe keine Strafe. Ich glaube, 97 hat das erst aufgehört. Was redet der Früher, guck mal, und jetzt die gesagt, das wird immer schlimmer. Die Satanisten. Und vor allem, was interessante Frage wäre? Okay, sagen wir, du hast recht. Alle, was du sagst, hast du recht. Was sollen wir jetzt machen? Was ist die Lösung? Er wird natürlich Schwurbeler, wie er ist, sagen. Ja, weiß ich nicht. Weil das Ding ist ja so, er will ja auch gar keine Lösung. Solche wie der, das ist ihm wahrscheinlich noch nicht bewusst. Aber eine Lösung wäre, wie jemand, der jahrelang, kennt ihr das Prinzip von Rache, mach Rache, jahrelang an jemanden Rache zu haben, Rachegelüste, macht dich so fertig, dass dich das nicht nur, das macht dich auch nicht glücklich, wenn du fertig bist. Wenn du deine Rache bekommen hast, hast du in dem Moment Glücksgefühle. Aber danach fällst du in ein tiefes Loch, das weiß man einfach. Das weiß man heutzutage. Heutzutage weiß man das. Ja, das Ding ist, Lösungen sind schwierig und uninteressant für ihn. Er will einfach nur schwurbeln. Wenn wir ihn jetzt fragen würden, okay, du hast recht, was wollen wir jetzt machen? Was ist die Lösung? Was soll man machen? Er wüsste natürlich nichts, dass er sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat. Plus, es ist nicht der Gedanke, den ihn antreibt. Ihn treibt auch Schwurbler generell. Treiben keine Gedanken. Es ist wie AfD, NPD, diese ganzen populistischen Parteien auch in ganz Europa. Die interessiert keine Lösung. Die interessiert eben wirklich keine Lösung. Die bieten da manchmal eine billige Lösung an, wie zum Beispiel Ausländer sind das Problem oder so. Aber was sollen wir jetzt machen? Sagen wir mal, es würde alles stimmen, was er sagt. Wen sollen wir morgen umlegen? Wer ist denn deiner Meinung nach die Hexe, die wir verbrennen sollen? Wo siehst du sie? Ja. Der hat sich so eine Dings gebaut, so eine Mauer. Boah, der hat schon echt einen Psychoblick drauf, ey. Der hat sich so eine Mauer um sich aufgebaut. Der braucht wirklich Hilfe, Mann. Ich habe leider keine Kraft. Bin auch nicht sein Freund, irgendeiner seiner Freunde soll ihm helfen. Dena schreibt, Charlie Chaplins zweite Frau war 16. Wir haben uns schon ein bisschen weiterentwickelt, Bedasch. Ah, Prince hat eine 17-Jährige geheiratet, die einen Mannheim kennengelernt hat. Bruder, erzähl mir nichts. Das hat sich schon, alles hat sich verbessert. Mann, diese ganze Scheiße früher war besser. Das ist einfach nur Quatsch. Damit die was zum Schwurbeln haben, zum Quatschen haben, so. Jemand hat mir ein Bild geschickt, was auf jeden Fall das ist echt gemein eigentlich. Hier steht noch Steiger und hier unten steht noch Steiger. Guck mal, Bro. Das Einzige, was nicht akkurat ist, ist, dass der Bilder schon sehr groß ist. Aber ja. Hör mal zu. Guck mal, verstehst du das? Es ist bis hier, verstehst du? Guck mal, Endlevel, die 90er, verstehst du das? Das sind Satanisten und die... Was, Satanisten? Ja, Schmatanisten. Also Satanisten, die aber Moslems sind. Und, verstehst du, die fahren nach Mekka, die haben ja miteinander nichts zu tun. Boah, der Blick ist irre, Alter. Hey, was soll der Scheiß? Man muss Step by Step immer operieren und nicht mit der Tür ins Haus fallen.
Man muss Step by Step operieren. Ach du Scheiße. Der war noch fast Arzt geworden. Das heißt aber, wir sind jetzt gerade in so einer Endzeit. Oh, das kann ich nicht beurteilen. Es kann ja immer alles schlimmer werden. Okay. Aber schön ist es nicht. Also die Tendenzen sind mir wichtig. Die Tendenzen gehen in Richtung, finde ich, nicht gut. Nicht in Also das ist wirklich nicht schön, ne? Der ist nicht glücklich. Wir sind nicht in der Endzeit, aber die Tendenzen sind mir wichtig, weißt du? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Er kann ja noch zum Kiosk nicht Cola Zero holen und einfach mal chillen? Oder der ist ja den ganzen Tag nur Satanisten am Angucken. In Richtung, es bessert sich. Okay. Verstehst du, was ich meine? Dann hast du natürlich auch eine Grundlage, auf der du sagst, okay, das ist gut und das ist schlecht. Also irgendwie einen moralischen Kompass hast du. Das haben wir alle. Okay, wo liegt der? Oder also welche Werte macht der aus? Oder auf welcher Grundlage stützt du dich da? Ach du, für mich sind fast alle Leute gute Menschen, außer sie f***en keine Kinder. Hm. Nee, das war jetzt... Oh mein Gott, Alter. Spaß, war jetzt überspitzt, aber ich sag mal so halt, wie gesagt... Oh mein Gott, Alter. Das war sein ganzes Weltbild in einem Satz. Ich bin nicht besonders anspruchsvoll, was den Menschen angeht. Hm. Weder bin ich mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs und sage... Ah, er ist nicht mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs. Er macht kein Tribunal mit Boogie zusammen. Brudi, Alter, das ist schon sehr anstrengend. Was ist Moral? Ja, komm. Danke an den Kollegen von Discord für das Bild. Von K1 aus... Das ist von K1 aus Discord. Dankeschön dafür. Ey, wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Das geht noch ein bisschen. 20 Minuten oder so, ich kann nicht mehr, ey, es ist wirklich sehr anstrengend. Hat aber Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Ey, ganz ehrlich, ne? Ich muss sagen, mir gefallen die Hood-Geschichten mehr, weil das irgendwie so mehr Fantasy ist und mir gefallen Hood-Fantasy von ihm mehr. Ich hätte, dass der ein bisschen schwurbelt und so ein bisschen AfD-Talk hat und so, das habe ich mir schon gedacht. Und schon ein paar Fetzen hier oder da mitbekommen. Aber Bruder, wer hat das denn erwartet? Also zum Gegenende, wer hat das denn erwartet? Wer von euch hat diese Scheiße erwartet jetzt? Sag mal ehrlich. Ich meine, deswegen habt ihr mir... Mir hat schon vorhin einer geschrieben, ich habe das schon dreimal geguckt. Ihr liebt es aber auch nicht zu leiden, Alter. Alter, heftig. Ihr seid doch anders krank. Immer noch 1200 Leute, Alter, heftig. Ihr seid... Onkel B hat die Matrix geschaut, ist die Headline krass, Alter. Ja, danke, Adam. Alter, ey, das ist... Ey, Alter, ohne Scheiß. Wow. Das ist... Also, das ist schon... ist ja gar kein... Da passt kein Papier mehr zwischen ihm und den sogenannten Telegrams. Ich habe ja irgendwie die angenommen, dass der noch halbwegs nicht so, dass er so ein bisschen Telegram-Story, aber Bruder, er ist ja völlig, Bruder, Pyramiden sind ja gar kein Thema mehr für ihn. Schon. Pyramiden ist ja schon, guck mal, Pyramiden ist Leon Lovelock, Bruder. Das ist klein, kleines Level. Bisschen flache Erde, das ist kleines Level. Das ist ja schon dick, Alter, heftig, Alter. Wie war Barrio? Wie war dein Besuch bei den beiden? Wurdest du gut empfangen? Ja, also, wenn du jetzt ernsthaft fragst, war das ehrlich gesagt genauso, wie auch schon mir Kollegen erzählt haben. Ich wurde sehr nett empfangen, auf jeden Fall, klar. Boogie hat mir sogar tatsächlich, ich hab irgendwie Hunger gehabt oder so, war ein bisschen schnell unterwegs. Mit Ilja, der hat mir so von der Ecke gibt es einen geilen Burger, nee, nicht Burger, Shawarma. Da war ich früher einmal mit Raff essen. Das ist ja das Ex-Studio von Raff. Da waren wir eine Pause mit Food, ne? Als Raff noch Essen gegeben hat. Essen auf seinen Nacken ging. Nee, der war ganz nett, der hat mir noch Essen geholt. Wir haben auch, mit Boogie wird man schnell warm, also das war easy, der ist ja nett. Mit Belasch wurde ich nie warm, muss ich sagen. Er war auch nett, aber er war eher zurückhaltend und so wie ihr ihn auch hier erlebt. Sehr, ich würde sagen, ich habe den Ilja auch gefragt, weil ich so dachte, vielleicht ist es einfach wegen mir, meiner Person so. Aber der Ilja hat ihn auch so empfunden. Und andere Leute, die da waren, habe ich auch gefragt, so ey,
er ist ein sehr kühler, reservierter Dude. Ich glaube wirklich, dass er ein Lonely-Typ ist, sehr Alleingänger ist und auch deswegen in diese Schwurbel-Scheiße reingerutscht ist. Also, er war ja nicht immer so, vermute ich. Wird da immer schlimmer, die Scheiße. MJ schreibt, du hast damals, Belasch damals auch blockiert mit hiphop.de und was los. Das stimmt nicht, das stimmt wirklich nicht. Ich hatte den nun nicht auf dem Schirm. Voll oft kommen mir Leute mit den Jahren, wenn man Leute kennenlernt, ja, warum hast du mir damals kein Interview gegeben? Bruder, ich sag mal, wann hast du mich denn gefragt? Ja, ich hab dich ja nie gefragt. Ja, hast du eine Mail geschickt an hiphop.de? Nee. Ja, was? Bruder, soll ich auf dich zukommen, wenn du nicht Sido bist? Da werde ich ja wohl wahrscheinlich eher nicht auf dich zukommen. Das muss man ja auch sagen. Leute, ich habe doch selber überall Mails geschickt und geguckt, dass man sich reinhasselt. Dann habe ich dem gesagt, hast du mal eine Rundmail geschickt? Also nicht nur an mich, sondern so eine Pressemail, Presseverteiler, was man so macht. Hey, heute neues Release an alle. Ja, nee, ich bin nicht so einer. Ja, okay, aber was gibst du mir dann die Schuld, dass du keine Was-Los-Folge bekommen hast irgendwie? Mann, ich habe so viel Was-Los-Folgen gemacht mit auch so unwichtigen, Gott weiß, unwichtigen Leuten so. Aber die haben halt gefragt so und dann ist halt so, dann passiert das. Es gibt ja nicht nur Superstars in Deutschland, man kann ja auch Newcomer oder was auch immer machen, ist doch kein Problem. Nur du musst mich ja auch schon mal fragen. Gott weiß, ich habe wirklich, also ich will jetzt sagen, einfach nur, weil ich mich nicht erinnere, aber beinahe nie Nein gesagt so. Ich habe immer einen Weg gefunden, Leute zu supporten. Ist doch bei Boogie genauso, jetzt wo wir über die beiden reden. Meine Bruder, ich bin eine Systemhuho. Vor allem haben wir, er hat aber schon, muss ich sagen, daran erinnere ich mich noch, bei Facebook müsste der Post vielleicht noch sein, wenn er seinen Facebook-Account nicht gelöscht hat. Hat schon vor, ist Jahre aber her, schon gegen hiphop.de geschossen. Von wegen, er wird da keinen Platz kriegen, weil er 9-11-Talk macht und das, weil er die Wahrheit sagt und so. Da habe ich auch schon gedacht, Bruder. Und das war schon Jahre her. Das ist kein iconisch, das ist kein fotziges Verhalten, muss ich sagen. Die Odyssee fragt nochmal, das habe ich auch schon fünfmal beantwortet, ich frage nochmal, wie kam es dazu, dass du im Talk bei ihm warst? Also, Boogie hat mich sehr oft gefragt. Das sage ich jetzt nicht, um ihn klein zu machen oder so. Ich kann ihn anders kritisieren. Aber einfach nur, dass es damit klar wird, dass ich nicht sofort dahin wollte. Weil ich aber auch, hatte auch damit zu tun, dass ich sowieso faul bin und nicht gerne einfach so. Ich mache immer gerne meine eigene Suppe. Und es gibt sehr wenig Formate, wo ich woanders drin war, das wisst ihr ja. Er hat mich da 15 Mal gefragt, immer auch, ob ich mit Sinan zusammenkomme. Die hatten eine Zeit lang immer so Doppelgäste. Immer zu zweit, das war so deren Ding. Haben die ja irgendwann aufgebrochen. Ich hatte keinen Bock. Ich war zu voll. Sinan hatte nie Bock, nie Zeit. Ich habe auch keinen Bock gehabt mit Sinan zusammen. Wie wir uns beide zusammenfinden, zeitlich, haben wir gedacht, das wird nichts. Irgendwann hat er mich dann wieder gefragt und deshalb war ich gerade in Berlin, hat mir dann so gedacht, komm, Ilja war dabei. Da habe ich gesagt, komm, machen wir jetzt. Komm, mach einen Zeitpunkt aus. Also, es soll jetzt auch nicht so total kacke anhören. Boogie zuliebe. Habe ich es gemacht. Es war jetzt aber auch nicht so, fairerweise zu sagen, ist nicht, dass ich mir gedacht habe, boah, jetzt quäle ich mich da voll ab. Nee, ich habe einfach keinen Bock. Ich habe dann gesagt, gerne, komm, ich komme. So, mal so ein Hip-Hop-Podcast, okay. Aber ich schwöre bei Gott, meine Bedingung war, ich kann es auch zeigen, die Nachricht, die ich dem Boogie geschickt habe. Ich schwöre bei Gott, ich habe dem geschrieben, Bro, kein Pyramidentalk, kein flache Erde, nur Hip-Hop, wir reden nur Hip-Hop. Und das war so ein bisschen das Ding. Und der meinte so, nein, nein, alles cool. Er meinte damals zu mir, alles cool, ne, wir richten uns gerne nach den Gästen und so, das war auch cool. Muss ich auch sagen, ey, es war auch ein cooler Talk. Meiste Zeit haben die mich reden lassen. Und es war auch schon okay, dass der Belasch in dem Moment oder Boogie so ein bisschen die Gegenmeinung eingenommen haben, um das interessanter zu machen. Wie gesagt, das war schon alles okay. Wie gesagt, ich habe auch nochmal, um dazu zu sagen, ich finde schon, dass das Potenzial hatte, ein cooler Hip-Hop-Podcast zu werden. Aber ich weiß nicht, was mit Belasch los ist, Alter. Diese ganze, manchmal abgesehen jetzt mein Ding mit ihm, das wird auch noch weitergehen, das wird auch noch weitergehen. Aber die hatten Potenzial und das hätte auch auf diese humorvollen, also Hip-Hop-Themen, humorvoll, Boogie dreht durch, macht Freestyle, dieser Bombe. Aber dieses immer, dieses komische, super Geschwurbel,
Dann zwischendurch Attila Hildmann einladen, Bruder. Ja, gut, okay. Aber hast du kaputt gemacht damit. Und klar hat er einfach wahrscheinlich die Hip-Hopper nicht einladen können. Er kann wahrscheinlich so Daniel Ganser anschreiben, aber Hip-Hopper hat alle Boogie angeschrieben. Das muss man schon sagen. Barrio, natürlich. Aber es gibt ja auch noch andere interessante Leute. Erstmal gibt es auch, also Barrio schreibt, irgendwann hat man ja auch alle Rapper eingeladen in Deutschland. Na, 100%. Aber es gibt auch 1000 Menschen, die interessant sind. Du musst ja auch nicht nur Fame-Leute einladen. Du kannst auch von Schauspieler, Fußballer, aber auch interessante. Also es ist kein Argument, um Dings einzuladen. So, weißt du, so ich, und ich rede nicht von witzigen Schwurblern, so gibt es aber bestimmt witzige, aber so, weißt du, so, sowas wie was der labert von satanischen Pedoring aus Hollywood und dann so auch noch so verhärtet drauf sitzt, Bruder, hör mal auf. Das ist schon ein Film. Keine Ahnung.